Kannst du mir erklären, wie aus Menschen immer wieder Menschen entstehen, aus Laubfröschen immer wieder Laubfrösche und aus Sonnenblumen immer wieder Sonnenblumen? Die Frage klingt zwar banal, aber ich muss dir ehrlich sagen, es ist gar nicht so einfach, dir darauf eine Antwort zu geben. Warum habe ich braune Haare? Warum habe ich braune Augen? Und wieso sehe ich meiner Mutter und meinem Vater ähnlich? Der Grund liegt in den Genen, die von den Eltern an ihre Nachkommen weitervererbt werden. Gene? Gene sind Baupläne, in denen geschrieben steht, was für ein Lebewesen heranwächst und wie es aussieht. In deinem Gen ist festgelegt, welche Farbe deine Haut, deine Augen oder deine Haare haben. Und wo in meinem Körper befinden sich diese Gene? Die Gene sind in unseren Zellen verstaut. Alle Lebewesen, seien es Menschen, Tiere, Pflanzen, ja sogar Bakterien, bestehen aus Zellen. Diese Zellen haben ganz unterschiedliche Formen und Funktionen, doch sie sind alle gleich aufgebaut. Sie werden von einer Hülle umgeben, haben einen Zellkörper und einen Zellkern. In diesem Kern ist das Erbmaterial verstaut und auf der DNS gespeichert. Und wie wurden meine Gene von meinen Eltern an mich weitervererbt und wie werden daraus sichtbare Merkmale wie zum Beispiel Augenfarbe? Das alles erfährst du hier. Aber auch, wie die Erbinformation gespeichert ist, was ein Gen ist, wie es von der Zelle gelesen wird und wie daraus ein Eiweiß entsteht.